Uns fehlen noch zwei Bänder. Wir haben Negligence, Indifference, Pride, Prison und Affliction. Okay. Also ich wollte noch im Keller gucken, weil da habe ich glaube ich noch nichts eingesammelt. Also, aber, Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz anders schauen. Ich habe nämlich was Witziges gelesen. Mensch. Danke. Oh. Doch, da. Da ist er. Er ist wirklich hässlich, der Safe-Schlüssel. Okay. So. Open. Zimmer 302. Basement durchgestrichen. Na, das passt doch gut, weil wir wollten eh in den Keller. Oh, dieser komische Schleimbeutel wird auch mal größer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Gutes ist. Hä? Wieso ist hier schon wieder so dunkel? Zack. Oh. Hä? Ach, das ist der hier, ne? Ja. Gut. Glühbirne haben wir tatsächlich sehr wenig gebraucht, ne? Haha, der Raum war die ganze Zeit verschlossen. Okay, nice. Tanz, Errungenschaft freigeschalten. Gut. Hatten wir das auch. Gut. Da ist nix. Da ist eins. So, also hier habe ich jetzt nichts gesehen. Da sehe ich gerade auch nichts. Jo, also, jetzt haben wir alle. I, jetzt ist da schon wieder so ein Schleimbatzen. Jetzt kommt der schon hier runter, oder was? Nicht cool. I, da kommt bestimmt irgendwann diese eklige Schleimi raus, den wir jetzt in den anderen Dingern hatten. Beim Rackern. Bin ich voll dagegen. Gut. Jetzt haben wir alle einmal alle VHS-Kassetten. So, speichern wir nochmal richtig.
Ja, hatten wir den hier. Ja, dann schauen wir uns halt mal die erste an, oder? Also soll ich die jetzt alle mitnehmen? Okay, also schauen wir uns mal die Dinger an. Addiction, fangen wir einfach damit an. Da rein. Okay, Kind kitzeln. Was ist das für ein Zimmer? Ih, wo kitzelt die das Kind? Da ist ein Loch in irgendeiner Wand mit einer Leiter. Ih, die fässt es irgendwie unangenehm an, ey. Was war das? Okay. Das geht auch so unendlich lang. Ah, jetzt fängt es wieder von vorne an, ne? Ich möchte das Zimmer noch mal sehen am Anfang. Schlafzimmer. Ich glaube, das war das Schlafzimmer. Ah, cool. Bett ist weg. Dafür ist die Leiter da. Da jemand im Bett? Was ist das? Das sind Bierdosen, oder? Oh, ist hier dunkel. Echt jetzt? Ich keine Glühbirne dabei. Ich will eine holen. Hallo? Kommt jetzt die Musik her? Ich hole mal schnell die Glühbirne. Ich habe doch da meinen Lagerhaufen. So, nehmen wir mit. Und wieder zurück. Und wieder nach oben. Und wieder nach unten. Jetzt ist die Musik wieder weg. So. Nee, geht auch nicht. Ach, toll. Voll umsonst. Okay. Oh.
Why, hello there, chap. I've been waiting for you for quite some time now. You're my friend, aren't you? Care to share a drink with me? Plague, Doctor. What a look you have! Are you tired somehow? I getcha. It's hard to rest in this place, isn't it? Yes, I know. I've been here for quite some time, you know. And I'm glad you came along. But hey, we're here to talk about you, right? Never mind my foolish burdens and talk to me. So, you feel confused, don't you? I understand. Everything has been really blurry since you woke up, hasn't it? Do you even know your own name, old friend? Dwayne, of course! There's no mystery here, but I can see that you are wondering if this is real after all. I can assure you, although this might not reassure you, that it is very real. In fact, one might say that this is the first time you're facing reality. No, no, don't look at me like that. I'm on your side, Dwayne. We've been friends for so long, after all. Habe die ganzen Dosen aber auch geschafft. Ah, you've always been like this, haven't you? Always asking the wrong questions. Dwayne, Dwayne, Dwayne. Listen to me here. The real question isn't who am I, but who are you? Das ist Dwayne, eine gute Frage. Das wollte ich auch schon die ganze Zeit but wissen. That is nothing but a name, my friend. I'm not asking about a name. I'm asking about who you are. Now, ich now, glaube, Dwayne, shush a little bit and take a sip. Remember, you and me, we go a long way. I'm on your side. Why don't we take a little sip to our friendship? Okay, wie viele Sips soll ich noch nehmen? Aber gut, ich bin ja addicted, also. Einer schadet nicht, ne? Nehmen wir noch einen. Auf dich, Plague Doctor. If you want me to help you, I've got to know something. Are you a fucking murderer? No? Well, what could be the reason behind all that drinking and drugging then? What's up with you? Oh. You've been seeing things, you say? Things, hmm? Things like that. Don't you worry, my friend. Just take a sip, and everything's gonna be back to normal. Go ahead. Drink a little of this wonderful poison. It'll do you real good. Okay, ich trinke einfach. I would advise you to take that drink now, my friend. Cheers. Bevor wir noch näher kommen. See, ain't that sweet? You know you can always rely on this to get you back on track, don't you? Yeah, you remember the coarse taste that burns and slides down your throat, ominously bringing relief and the dulling of your senses. Come on, take another sip. You know you want it. Okay, Musik ist wieder da. Aber die sind, ich höre die Stimme noch. And another sip. Cheers. Ja, komm, gib dir. Ne? Gönjamin. Geht da noch was? Now, Dwayne, will you fucking tell me who you are? Ich weiß nicht, wer ich bin. Sag doch du mir, wer ich bin. Versoffener Alkoholiker, der seine Familie umgebracht hat, höchstwahrscheinlich. Teil 1. Spiegelmaske. Okay, können wir noch laufen? Oder sind wir jetzt komplett beieinander? Huch! Der läuft immer noch durch die Leiter durch. Von
von dem ganzen Alkohol, mein Freund. Jo, na denn. Next. Dieser Schleim ist eklig, ey. Dann Greed. Let's see. Was ist das? Ah. Ah. Erinnert ihr euch? Wir sind doch auf dieses Ding da hochgestiegen. Im Keller. Diese kleine Leiter. Zum Vent. Und da hieß es doch, dass es nicht der richtige, also nicht der Zeitpunkt ist, danach zu gucken. Ach, wieder so eklige Patienten. Und eine Rabe. Und die wieder. Die ist creepy. Ja, okay, also. Das müsste. Spawnt hier eigentlich nochmal Zeug? So, Feuerzeug oder so? War irgendwo hier, glaube ich. Da. Die tue ich mal noch kurz aufstellen. Das kotzt mich hier nämlich wirklich des Todes an. Dass es hier so unnormal dunkel ist. Aha. Hä? Ach, toll. Ah! Ah! Kaputt. So. Ich weiß aber, wir haben noch mal irgendwo eine gesehen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo die war. Hier irgendwo? Die stand von so einem Abstellraum, glaube ich. Ach, ich blicke hier überhaupt nicht durch mit diesen komischen. Jetzt bin ich wieder hier. Das war hier, maybe? Nee, weil da kommen wir jetzt durch. Jetzt bin ich wieder hier oben. Ach Gott, ey. Das ist wirklich so verwirrend. Hier komme ich aber, glaube ich, in der Garage raus, ne? Ja. Hier war die nicht. Das war irgendwo. Im Storage Room? Maybe. Ups. Kann ich da mal vorbei? Okay. Da
ist noch so ein seltsamer Rahmen. Den wollte ich jetzt aber gar nicht. Ah, komm, Hirn. Ich weiß, wir haben die irgendwo stehen sehen. 100 pro. Das war irgendwo da in der Nähe, aber ich habe noch gemeint dann so, ach, da steht noch eine. Ich weiß das noch ganz genau. Ach, der Fleck wird immer größer. Ja! Kurz überlegen, wo war ich denn jetzt? Da. Das soll ich mal ausmachen. Ich habe da nämlich keins mehr danach. Passiert hier irgendwas? Sehe ich da irgendwas? Nö. Unendlich langer Gang. Ah, okay, ich höre den Raben. Oder die Krähe. Ich weiß aber nicht genau, wie man die unterscheidet. Hi. You don't give a fuck. Okay. Drain Andrew? Ich lasse einfach wie vorhin ducken und dran vorbei. Dann wird uns schon nichts passieren. Okay. Ist die Taube. Hat die keinen Kopf mehr oder wurde die gewaterboardet oder? Ach nee, das ist das Maskenteil. Oh Mann, ey. Ja, aber der Kopf wurde abgeschnitten. Ach, schau dich nicht an. Ach, Dwayne. Dieser Fleck beunruhigt mich. Dann Greed erledigt. Negligence. Where's the button? Kann ich mal welche nehmen, oder? Das hier? Ja. Dance Party, Dance Party, Dance Party. Das ist unten im Keller. Oh. Machen wir wieder ein Loch in der Wand.
Okay. Coole Dance Party mit jedem. Passiert da sonst noch was? Ein Supermarkt. Ich frage mich immer, ob die, also die Videos hatten ja bisher eigentlich nichts mit dem zu tun, was gezeigt wurde, ne? Okay. Also, das ist im Keller. Ich hätte nur gern echt mal nochmal ein Feuerzeugchen. So, nee, will ich jetzt erstmal, will ich nicht. Die Wand ist frisch gestrichen. Hier. Hier war das. Bei solchen Momenten verliert er nicht seine Sanity, oder was? Das muss man nicht verstehen, ey. Okay. Also, sie wollen uns immer wieder sagen, dass wir absolut alkoholabhängig sind. Mission 4. Okay, wir haben es verstanden. So, sind wir Alkoholiker geworden, weil das Haus so ein Problem macht? Haben wir unsere Familie umgebracht, weil wir Alkoholiker sind? Weil wir nicht mehr durchgeblickt haben? Oder haben wir unsere Familie umgebracht, weil das Haus das gesagt hat? Oder was ist passiert? Scheiße. What happened, Dwayne? Hast du angestellt, Kollege? Ist das wieder so eine
Ja, okay. Alright, Sarah, it's time for bed now. Daddy? I want a story. I... Nope. Think it would be great if you told her a bedtime story, Twain. It's been a while. Bin beschäftigt mit Bier trinken. Keine gute Nachtgeschichte fürs Kind. Daddy? Are you just going to ignore her? Always ignoring us, glued to your fucking beers. You don't talk, you don't sleep in the bedroom, you don't get out at all, you just don't care, do you? Why don't you just leave? Hä, aber warte, am Anfang haben wir doch drei Personen erschossen, oder nicht? Why are you like that? Talk to me. You used to be so good to us. Kommt das weiter? Nicht cool, Dwayne. Nicht cool. Jetzt bin ich wieder richtig, ne? Ja. Ach ja. Gut, nehmen wir die wieder mit. Nummer 4. Strandurlaub, oh ja. Bitte, hätte ich auch gern. Das haben wir schon bei Lucy mal gesehen in einem Kapitel. Ramen. Jo. Wir haben drei Ramen. Glaube ich. Mhm. Freezer. Oh, wo ist das alles? Oh, scheiße. Also, das ist gemein. Das muss ich mir nochmal anschauen. Also, bei... Ich weiß nicht mehr, wo ich die jetzt eingesammelt habe. Also, das Schrank im Schlafzimmer haben wir schon. Dann unten bei der Freezer-Truhe. Eieiei, was man sich da alles merken muss. Nochmal. Nochmal, Bibi.
erkenne ich nichts. Das ist eben Schlafzimmer. So, das ist... Ah, Fortschrittsraum. Und bei irgendeiner Pflanze. Puh. So, Moment. Also, wir gehen erstmal zum Fortschrittsraum. Das finde ich nicht gut, ey. War hier nicht auch ein Freezer dran? Nee. Das habe ich nur im Keller. Also ich glaube, das eine... Also ich glaube, das ist der Fortschrittsraum. Wir haben... wir haben zwei Rahmen erst. Ja, da ist einer. Dann... nicht hier auch irgendwo eingefunden? Ich glaube, das war das eine Bild, was man nicht wirklich gut erkennen konnte. Dann... Boah, bei irgendeiner Tischpflanze. Hier war der Freezer. Aber ich glaube, die haben wir auch schon, ne? Ne, da. Da ist einer. Also Schrank, Schlafzimmer. Den weiß ich jetzt mal. Freezer haben wir jetzt. Fortschrittsraum haben wir. Noch bei irgendeiner Pflanze. Aber wo ist die? Hier ist keine, ne? Aber das ist diese Streifen und... Boah. Hier? Nee, die war ja irgendwo drauf gestanden. Die war irgendwo drauf gestanden. Wo sind da noch welche? Schau mal oben. Also, weil den hier haben wir. Ich gucke jetzt nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, den hatten wir... durch Zufall eingesammelt hier, ja. Dann... da hinten... Das wird immer schlimmer hier. Hier ist keine Pflanze. Hier ist auch keine Stehpflanze. Sah auch mehr aus wie so ein Flur. Ich glaube, es waren fünf, oder? Dinger. Das gefällt mir nicht. Okay. Jetzt gucken wir nochmal in den Keller. Deswegen weiß ich, ob es fünf oder sechs waren. Natürlich dumm. Einmal richtig dämlich im Kreis gelaufen.
Also nochmal. Hier vor. Ich will nur an diesen Dingern nicht mehr vorbei. Jetzt ist da so ein. Fliegt ein Feuerzeug. Geil. Oh. Und ein Rahmen. So, und ich hätte eigentlich gedacht, dass es die Wand hier ist, wo das ran muss. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also mehr als 6 waren es nicht. Weil diese Streifen hatte. Okay. Gut. Oh, da gibt es nochmal irgendwo eine Streifenwand. Hier sind. Toll. Mann, ey. Wieso wird denn jetzt gespeichert? Also wir brauchen so eine gestreifte Wand. Leider keinen blassen Schimmer mehr. Oder eine Bar. Gott, ey, was quietscht denn hier so komisch? Wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, ja. Jo. Kirin, der Bisch. Auf was laufen? Ach, Bierdosen. Natürlich, alles handelt nur noch von Bierdosen. Okay, drogenabhängig sind wir auch noch. Die blaue oder die rote Pille? Wollt ihr in der Matrix leben? Mhm. Für jede Pille geht ein Ding weg, oder was? Na dann. Alles drin. Sie wird in die Musik so komisch. Was ist mit der Musik los? What is happening? Okay.
Scheiße. So, sorry, anxiety, suffer, depression, guilt, hatred. Oh Gott. So viele Gefühle, Dwayne. You again. Ich werde versuchen, mich einfach vorbeizuschleichen. Ciao. Tut mir echt leid, aber ich will mit euch nichts zu tun haben. Oh, sind wir jetzt im Jenseits? Gehen die da über die Brücke ins Licht? So viele tiefgründige Dinge. Wir waren scheinbar ein ganz schönes Arschloch, ey. Schnell weg hier. Wirklich. Ach, muss ich selber steuern. Gut, wo wollen wir denn hin? So eine gemütliche Bootsfahrt. Ich hätte gesagt, zu dem Leuchtturm, aber beim Leuchtturm ist nichts. Ich muss sagen, die Musik ist ganz schön. Machen die da? Sind wir das? Mit unserem Bier vom Fernseher? Wirklich traurige Geschichte, ey. Ist das für ein riesiger roter Apfel oder irgendwas? Da rein? Nee. Okay. Selbstmord. Also doch zum Leuchtturm. Wie bei Alan Wake. Creepy. Sind das alles Darstellungen von uns? Mhm, gut, haben wir auch gesehen in dem Video. Welcome to your domain. I was waiting for you impatiently. Yeah. What? You tell me this isn't your domain? Nonsense! It's the fruit of your hard labor. Can't you see how everyone enjoys their time here? It's all thanks to you they have this newfound home. How fulfilled they all seem. Some of them might look a little lost, I concur. But what of it? They have a place to be for all of eternity. How delightful for them, courtesy of Dwayne Anderson. The dead will whisper tales of your achievements, and you will be remembered forever. Now, now, up you go, chap. Go have a look at your masterpiece.
Ja, scheinbar sind wir echt ein ganz schönes Arschloch. Also ich dachte erst irgendwie, dass wir einfach nur rausfinden müssen, was in diesem Haushalt alles passiert ist und dass wir deswegen erleben, was da schon alles war mit der Dolores und Rakan und eben Lucy. Aber ich glaube langsam, dass wir einfach dem Haus schon zum Opfer gefallen sind und jetzt eigentlich nur unseren Weg sehen, wie es weitergeht, dass wir irgendwie sterben oder sonst irgendwas. Also ich glaube, er ist schon tot. Sind wir das? Und unsere Frau? Dwayne Anderson. Tabletten gegen Stress Buildup. Explain this to me. Please talk to me. I love you, Dwayne. I want to help you. First the alcohol and now this? Who prescribed you this and why? I want to know so I can help you through it. Are you slowly going insane, Dwayne? Should we be worried? Because we are. Recently, you've been scaring everyone with your cold indifference. Are you thinking of leaving us? What do you want to run from so bad that you drug yourself every day? Do you want to die, Dwayne? I could help you with that, you know? I'm only with you because you have money. It's probably blood money, but I don't care. I don't care about you. If you want to die, I'll happily oblige. Do you want a rope? Want me to kick the bucket? Life would be so much easier without your mopey face around, you delusional fuck. Want me to stab you with seven knives? Want me to rip the jaw off your ugly face? How about I break both your legs and leave you to rot in a cellar? You're a disgrace. People despise you. I despise you. Your children despise you. You're horrifying. You should die. You know what? Forget it. I don't want to help you die. Do it yourself. I won't help you into release. Kill yourself by yourself alone. And go to hell where you belong! Woo! Holy moly. Nächstes Teil. Oh, wieso kommen wir eigentlich immer hier unten in dem Kellerding raus? Da will ich nicht mehr vorbeilaufen, ey. Ach komm, wollt ihr mich... Ah, okay, sie ist noch an, aber schon fast runtergebrannt. Ach Gott. Also... noch zwei oder noch drei. Noch drei. Pride. Oh, erst andere raus.
mein Platz. Ist das wieder im Hospital oder was? Nicht, dass ich da nochmal hinwollen würde. Wo soll das sein? Wasser. Dingsbahn. Toll, jetzt ist vorbei. Okay, was ist das erste Ding? LH Holz. Eine Luke. LH. Ich mache mir immer selber Angst, wenn ich durch die Dinger durchlaufe. Der magische Schlüssel Key Spawn Platz. Omega. Puh, das hilft mir jetzt aber nicht weiter, du. Kann ich ganz schnell durchgehen? Omega, Omega, Omega. Omega. Ich hab keine scheiß Idee. Ich bin auch gar nicht im Dunkeln. Okay, habe ich jetzt kein Feuer? Doch. Was ist das? Also Leute. Ne. No fucking way. Rätselhafter Griff. Ah, da ist wieder dieses Symbol drauf. Oh, das wird jetzt halt nur irgendwas sein. Mit dem Holz. Ich habe gedacht, hier ist Holz, aber da war jetzt nur das Ding. Wo ist noch Holz? Nope. Schon wieder im Keller. Ich weiß noch echt immer nicht mehr, wie ich am schnellsten in den Keller komme. Jetzt bin ich wieder an einem schwarzen Schlons vorbei. Okay. Noch ist nichts passiert. Aber ich traue der Nummer nicht. Holz, Holz, Holz. Das sah ja aus wie so ein, ich weiß nicht, Bilderrahmen oder irgendwie sowas.
ist hier noch irgendwas? Hier ist so ein Storage Room, den ich auseinandergenommen habe. Was ist hier noch? Was ist hier noch? Für immer 3.33 Uhr, ey. Ist hier irgendwas? Nö. Da ist auch so ein ekliger Fleck, ey. Ist das das Ding? Also, wie soll man die Sachen denn, also wie kommt man da drauf, wenn man nicht einfach nur dumm durch die Gegend rennt? Ich hab die noch nie gesehen vorher. Okay, speichert. Okay. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Da komme ich nicht raus. Was mache ich damit? Was soll ich mit dem Stuhl? Ich hier nicht raus. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass hier irgendwas in die Luft fliegt. Weil wir da jetzt irgendwas kaputt gemacht haben. Oh. Das ist schon so düster. Da geht's auch nicht weiter. Scheiße, ey. Fuck. Ja, okay. Ich sehe da gar nichts. Hä, was soll hier sein? Kann ich nur wieder zurück? Hä? Oh Gott. Oh oh. Das klingt nicht gut. Sonst komme ich auch nicht mehr zurück. Ich hab jetzt ehrlich gesagt gedacht, ich komme hier wieder rüber und kann die Türen aufbrechen mit dem Exit. Hä? Spinne ich jetzt? Ja, aber was soll ich hier denn kaputt hauen? Also ich denke ja, ich muss zu dem... Ach komm, ernsthaft. Hä? Hm.
Oh je. Was? Ernsthaft? Seriously. Sind wir schon weit genug weg oder ersticken wir immer noch? Praktisch, dass uns genau vorher das Feuerzeug ausgegangen ist. Das war jetzt wirklich alles echt mehr Glück als Verstand. Da geht's raus. Also hinterher. Tja. Ja, das hätte ich vorher mal gebraucht, damit ich weiß, wo das Ding ist. Nicht jetzt danach. Die Pfeifen. Aber jetzt ist voll geräumt. Mei. Na, ihr Süßis. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier mal, oder? Wir haben noch zwei VHS-Kassetten vor uns. Gucken wir mal, was da noch Schönes drauf ist. Wirklich, ich stelle mich aber trotzdem immer noch an, den Weg hier überall zu finden, obwohl ich jetzt wirklich mehr als genug Zeit in diesem Spiel verbracht habe. Aber ist wie es ist. Ich will wissen, ob mit diesem schwarzen Blob noch irgendwas kommt. So, das raus. Die Pride. So, Prison. Das ist das vom Rackern. Dann schauen wir uns das nächste Filmchen mal an. Oh, immer noch auf dem Rummelplatz. Rummelplatz finde ich schön. Hätte ich jetzt auch Bock voll drauf. Okay. Irgendeine gemauerte Wand. So richtig geil mit Crepe fressen und schön Schoko-Erdbeeren und so. Okay, das wird wohl in dem Keller sein oder in diesem komischen Abteil, diesem Basement-Stück, wo eigentlich noch nichts wirklich gebaut ist. Wo ich mich immer verlaufe. Ach, das war's schon. Okay, also aus. Wir haben gesagt, aus! Und dann direkt wieder zurück. In den Keller. So, das muss jetzt hier links um die Ecke sein. Mit. Hab nichts gesehen. Hier ist alles an. Keine Ahnung, was er will. Wo es nicht ausgegangen ist. Auf jeden Fall glaube ich. Halt, warte, hier gab es auch Licht. Eigentlich. Warte, der hier? Ah, okay. Schauen wir mal. Hier ist es schon verputzt. Und da geht's wieder raus. Das war ja so ein richtig gemauertes Stück.
Okay. Was? Ah, okay. Scheinbar haben wir schon getriggert. Da geht's immer nur ins Nichts. Na dann. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert. Ich habe mir noch gedacht, ich höre da irgendwas. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ja. Hi. Okay, wir müssen nur vor dem davonlaufen, hm? Boah, aber immer diese unnötig lange Sterbesequenz, wirklich. Okay, jetzt ist der ja quasi schon da vorne. Das ist aber auch gemein, ne? Soll ich jetzt einfach mal in irgendeine Richtung flitzen? Ja, hier ist ja überall dunkel. Ach, Quatsch. Ja, und wo soll ich jetzt wissen, wo ich hin muss? Scheiße. Der ist schon wieder hinter uns. Jo. Wir schauen einfach weg. Ah, hier kann ich es einschlagen. Kommt der hinterher? Okay. Das sind lauter schöne Dinge, die er da sagt. Wir müssen mal in die Richtung. Fuck. Nein! Ich seh nix. Scheiße, das ist... Ich steck hier in irgendwas rein, glaube ich. Hä, ich seh gar nichts. Nicht kaputt? Doch. Kann ich da rein? Achso. Ich muss den hier ablegen. Na gut. Jetzt habe ich wieder die Tabletten genommen. Wie komme ich denn jetzt da rein? Das ist das Zimmer von dem Jungen. Aber will er noch weiterhauen? Das bringt nichts, oder? Not really. Hä?
Hä, ich kann nur einen Zweigang... Was will er denn? Ich meine, wenn ich das fallen lasse, dann geht hier ja auch nichts. What? Am I stupid? Okay, ich check's gerade nicht. Schon wieder. Ja, toll. So, also jetzt mal seriously, guys. Wie soll ich den Typen denn aus dem Weg gehen? Hauen wir einfach nochmal die Dinger kaputt. Das ist wieder da, wo ich nicht hochkomme. Das ist wieder das. Mit dem Radio dahinter. Okay. Sanity ist wieder besser. Nehmen wir die mit. Sanity. Nein! Ach komm. Also ich glaube, das ist der komische Typ von den schwarzen Glibberflecken. Aber dass er genau jetzt auftauchen muss, ist ja mehr als behindert. Hey, ich stehe doch im Licht. Machen wir deine Sanity wieder besser. Kumpel. Was soll das? Ja gut, was soll ich machen? Der ist eh da um die Ecke. Also kann ich auch zu ihm laufen. Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen blöd. Ha! Ach komm. Okay, ich glaube, der Trick ist einfach, ich muss schneller sein. So. Ich brauche da vorne immer noch irgendwo Licht. Weil da war noch irgendwo Abzweigungen. Ja, hier. Kriegt die da noch rein?
hoffe, dass das nicht genau in dem Gang ist. Ich sehe nichts. Okay, das ist der Raum. Gut. Da kann ich nur nicht rein. Dann flitze ich jetzt einfach ganz schnell geradeaus. Huch. Oh Mann, ey, ich habe halt auch echt nicht mehr viel Pillen, ne? Ich renne jetzt einfach los. Der rennt nicht. Manchmal rennt der Sack einfach nicht. Okay. Wir haben das. Das heißt, ich flitze jetzt einfach nach rechts oder links, je nachdem, wo meine andere Ding ist. Warte mal kurz. Pillchen schlucken. Pillchen wegpacken. Und los geht's. Okay, das war's. Hau drauf. Hüpf rein. Gut. Okay. Nochmal Pillchen schlucken. Und jetzt nochmal einfach geradeaus flitzen. Und hoffen, dass da noch ein Raum ist. Und nicht dieser eklige Typ kommt. Da sehe ich was glänzen. Schon. Okay. So, viermal umgeräumt. Ich kann noch mal Pillen nehmen. Pillen wegpacken. Achso, Pillen wegschmeißen. Hä, wo ist jetzt mein Hammer? What? Seriously? Wo ist mein Hammer hin? Sag jetzt nicht, dass der irgendwo da drunter liegt. Willst du mich verarschen? WTF Game. Why are you doing this? Hier? Da? Ist das? Nee. Okay, warte mal. Ich bin jetzt mal kurz ein Arsch. Ich kann hier doch bestimmt hier das Gamma hochdrehen. Ja, also mein Hammer ist wohl weg. Ich kann die Pillen aufnehmen, die sind nutzlos. Ja. Dementsprechend kann ich jetzt nicht die Exit-Tür einhauen. Obwohl wir jetzt endlich mal nicht den ekligen Typen hatten. Oh, okay. Plot Twist. Wir brauchen den Hammer nicht.
Oh man. Na gut, also. Mann, ey. Oh, jetzt wird die Musik aber schon ein bisschen sehr wild. Kann ich jetzt wieder speichern? Ja. Stop it! Boah, die Musik ist ja ekelhaft gerade. Also gut, wieder nach oben. Was geht denn jetzt eigentlich ab? Ah! Nein! Ach komm! Gott, wie lange wird mich der jetzt verfolgen? Werde ich hier jetzt rumrennen müssen, bis diese Musik aufhört. Es sind überall diese Spuren. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Vor Dolores und so konnte man halt immer gut davonlaufen eigentlich. Weil irgendwann hat halt die Musik aufgehört und dann war es vorbei. Aber... ist ja gerade ganz offensichtlich nicht der Fall. Oder was? Was ist jetzt rum? Okay, scheinbar. Puh, aber das war jetzt irgendwie blöd, ey. Eine Safe-Tür? Was ist denn das?
Diese gruseligen Babyszenen, ey. Habt ihr den Ton da einfach ultra verlangsamt? Dass das so anhört. Okay, das. Warte. Das ist alles so abgehängt. Also was schön wäre, wäre ja einfach mal jetzt irgendwie noch ein... Meine Güte. Leute. Hey! Stop it, you! Hey. Ach, das ist der hier. Wäre jetzt noch ein weiteres... Feuerzeug. Ich habe nichts mehr. So, ich hoffe, der Typ da oben bleibt hier mal drin. Ach, das ist schon das Licht. Na, geil. Ja, aber hier steht der Stuhl, seht ihr? Und jetzt? Im Boden ist eine Spalte. Dann mach die doch auf. Achso. Brauchen wahrscheinlich wieder ein Tool, hä? Keller. Find mir auf dem Weg noch ein Feuerzeug. Der Kerl dreht jetzt bald komplett durch. So, we take this. Und dann gehen wir wieder hoch. Maybe können wir so die Spalte öffnen. Können wir das hier... Achso, sind die leer. Na dann. Das hat beim Fenster ja auch funktioniert. Nice Single! Ich weiß auch immer noch nicht. Ach, warte. Nee, keine Ahnung. Diese Tür da in der Ecke. Also dann rein da, ha? Huh? Oder auch nicht? Hallo? Komm da nicht rein. What? Ah. Huch. Das ist ja dunkel. Pilger hat auch keine mehr. Ach, da ist die. Okay. Erstmal zu den leuchtenden Sachen. Also es leuchtet, gefällt mir. Kann man da was machen? Oh Gott, das sind ja 100.000 Wege. Wo sind wir denn jetzt gelandet aus von der Fabrik? Krass, was die alles so an ihrem Haus dran haben. Okay, der leuchtet. Den können wir drücken. Mhm.
Schauen wir uns das mal an, was wir da jetzt gemacht haben. Ich habe die ganze Zeit Angst vor dem ekelhaften schwarzen Typen, dass der wiederkommt. Das Gefühl war schon irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen buggy. So, kommen wir da durch? Ja. Ach, ich habe mir, glaube ich, einfach nur den Weg frei gemacht, ja. Tür, aber ich gehe erstmal dahin gucken. Ich gehe nicht dahin gucken. Wir gehen doch zur Tür. Hallo Tür. Ach, schön. Noch mehr. Fabrik. Und ich gehe mal davon aus, dass die Tür hinten nicht aufgeht, weil sonst hätte er nicht dahin gezeigt. Muss wahrscheinlich auch wieder irgendwas drücken oder so. Hier ist aber dunkel. Da rein? Hin. Da komme ich hin. Na klar. Ah. Okay. Danke, Spiel. Dann nehmen wir erst die andere Tür. Ey, solange dieser eklige schwarze Kerl nicht wiederkommt, bin ich erstmal fein. Walking Simulator, where are we going? Ist mir hier gerade alles ein bisschen zu ruhig. Oh nee. Ja, lass mich raten. Natürlich muss ich zu diesem schwarzen Ding jetzt und dann kommt dieser Typ. Und ich will gar nicht wissen, was weiter passiert. Verschlossen. Na, herzlichen Glückwunsch. Soll ich in diese Riesenmap auch noch einen Schlüssel finden oder was? Wo könnte der sein? Im Müll? Geht sie noch weiter? Nee. Ich kann da noch runter. Gehen wir doch mal kurz zur Tür gucken. Oder? Warte, nee. In die Richtung ist die Tür, ne? Diese Geräuschkulisse macht einfach unendlich viel aus, ey. Also diese Magnetkarte wird da oben in dem Ding sein. In dem Locker, wie heißt's? Im Schließfach. Und jetzt brauche ich einen Schlüssel zu dem Schließfach. Und da ist ja Louis Taylor. Gut. Louis. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass du das bist. Ah, nein, 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 nein! Ach, komm! Jo. Das wissen wir auch, dass wir jetzt da durchlaufen können. Durch den Lüftungsschacht.
wenn der eklige schwarze Typ wiederkommt. Oh man! Gut. Also. Wieso ist es hier dieser ekelhafte schwarze Mann eigentlich? Wer ist das? Also, was ist das? Wer ist das? Warum ist er hier? Warum hat man ihn noch nie gesehen, wirklich? Außer jetzt. Jetzt. Und in dem Level davor, bei Prison. Und irgendwo, ja, beim Rakan kam der noch mit raus. I don't know, ey. Also, Louis Taylor. Let's go. Was? Es gibt kein... Wieso gibt es jetzt keinen Grund dafür? Es gibt genug Gründe. Mindestens einen schleimigen Schwarzen, der da hinten um die Ecke steht. What the fuck? Willst du mich nicht verarschen? Wird der erst getriggert, wenn ich da vorgehe? Wieso ist der eigentlich so unendlich langsam? Hast du jetzt einen Grund? Ja. Jetzt hat er einen Grund. Gut. Mein Inventar schwebt um mich rum. Ich habe Angst, ich verliere das Zeug. Durch irgendeinen Bug. Sind wir jetzt schon auf der anderen Seite? Nee. Okay, flitzen wir jetzt mal darüber. Because wir wissen ja nicht, ob uns der nicht sogar noch hinterher rennt. Komm schon, schneller. Oh, warte, gibt es hier auch einen anderen Fluchtweg? Ist hier eine Tür dran? Nee, ne? Nope. Das heißt, wenn, dann kann ich höchstens hier im Kreis rennen, um ihn auszudingsen. Falls er jetzt wieder kommen sollte. Aber hier kommt, doch, hier komme ich auch raus. Keycard. Let's go. Los, Dwayne. Okay. Okay. Das ist dunkel. Auch im Trailer gesehen. Ich muss schon sagen, die haben schon viel im Trailer gezeigt, was man eigentlich gar nicht oft sieht. Okay. Soll ich das mal weglegen?
What? Take it. Wie Eva im Paradies. Twain. Ja. Was passiert hier jetzt? Übrigens wieder mal eine Darmreferenz. Hm? Was passiert denn? Ich sehe da nichts. Ich sehe da gar nichts. Mhm. Sind das alles die Leichen, die wir zu verschulden haben? Weil wir rotten sind. Die sehen aber auch echt eklig aus, ne? Ach nö. Ja, schon wieder. Ich fände es schön, wenn ich jetzt nicht wieder vor dem davonlaufen müsste. Okay. Die Heizung ist kaputt, ne? So, im Fortschrittsraum. Naja, schauen wir uns die halt mal an, oder? Den braucht's einfach nicht. Den Black Gui Guy. Ich hoffe, der kann sich was noch kurz zusammenreißen. Kommt er vorbei? So, na schau an. Da hängt's. Ein Auge, ein Spiegel, ein Unterkiefer und eine Maske. Schon komisch, dass es uns einfach nicht gibt. Also, dass man uns nicht sieht. Nie. Wir wissen nicht, wie Dwayne aussieht. Okay. Und jetzt fahren wir uns in die Maske. Bester Film, Jim Carrey. Okay.
Das ist ein bisschen grau. Oh. Und schön. Kann ich noch wen anrufen? Nope. Soll ich jetzt nochmal speichern? Oh, kann ich nicht, okay. Es ist alles schön hell und bunt und überhaupt. Aber wirklich, wer hat denn hier gestrichen, ne? Riesensauerei hinterlassen überall. Okay, Lichter gehen auch nicht mehr. Oh. Der Raum ist immer noch gruselig. Kann ich jetzt hier rausgehen? Nein. Okay. Die Tür ist offen. Okay. Ah. Ich kann nur da rein, wo die Türen offen sind. Kann ich jetzt hier rein? Okay. Dann müssen wir wohl da lang. Okay, sie sagen einem ganz sehr deutlich, wo man hin muss. Okay. Was mit unseren bloßen, starken Händen? Oh, das sieht aber immer noch gruselig aus da hinten. Ach komm, können wir nicht in dem schönen Haus jetzt bleiben? No want, no want. Ich will hier bleiben, wo es schön ist. Okay, hier ist auch nicht mehr schön. Sag mal, wer hat denn so ein unfertiges Haus? Dwaynes Hand. Wir sehen mal seine Hand. Oh, unsere Familie, die wir gekillt haben, huh?